Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, und auch herzlich willkommen zu, Dax Helena Teil 15. Also, ich möchte euch an dieser Stelle als allererstes mal eine kleine Vorwarnung raushauen, weil, ja, könnte nicht schaden. Ich muss jetzt die nächsten zwei Videos vorproduzieren, weil am Mittwoch bin ich leider Gottes nicht zu Hause und am Freitag bin ich bei einer Ausstellung auch nicht zu Hause. Und ja, deswegen kommen wahrscheinlich mein Mittwochsvideo und mein Freitagsvideo anstelle wie gewohnt ab 18 Uhr, dieses Mal so um 15 Uhr bis 16 Uhr. Vielleicht auch 18. Das kommt darauf an, wie ich es mit der Planung hinbekomme. Also, zwei Videos vorproduzieren und jetzt fangen wir mit dem ersten an. Heute möchte ich mit euch über das Thema kindisch sein. Wieso müssen wir eigentlich erwachsen werden reden? Ich habe ja schon mal öfters erwähnt, dass ich wie Peter Pan sein möchte und dass ich nie erwachsen werden will. Und ja, so langsam fällt mir auch selbst auf, wie sehr ich diesen Wunsch auch wirklich umsetze. Zum Beispiel vor ein paar Tagen, da habe ich zu meinem Vater gesagt, es gibt diese neue TikTok-Sonderedition mit diesen kleinen Gesichtern drauf. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, ich will dir von jedem dieser Gesichter eins schenken. Und jetzt habe ich tatsächlich, hier ist die Tüte, habe ich stundenlang da gesessen. Wartet. Wirklich so. Ich glaube, ich bin da eine Stunde gesessen und habe für meinen Vater in mühsamer Einzelarbeit alle TikToks raussortiert. Und ja. Oder was anderes ist, ich habe mich riesig gefreut, als ich vor kurzem dieses Buch im Internet gefunden habe, weil das ist so total dieses Kindheitserinnerungsding. Und ja. Das Letzte, wo ich noch aufsagen kann, ist, ich habe ja dieses schöne irische Volksmärchenbuch und jetzt habe ich noch ein zweites mit Schottischen. Ja, so typisch Helena, habe das erste Buch noch nicht mal fertig gelesen, aber ich hole mir schon mal das zweite. Oh Gott. Und ja, ich finde einfach, wieso müssen wir eigentlich erwachsen werden, nur weil wir 16 sind, 18 sind, weil wir 20 sind, weil wir 40 sind, weil wir 50 sind, weil wir 100 sind. Wer sagt uns eigentlich, dass wir jetzt erwachsen werden sollen oder dass wir jetzt erwachsen sein sollen? Ja, ganz ehrlich, ich für meinen Teil, ich finde einfach, dass jeder für sich entscheiden sollte, wann er jetzt bereit ist, erwachsen zu werden. Ich zum Beispiel, ich fühle mich heute jetzt noch nicht bereit, aber wer weiß, vielleicht fühle ich mich in 3 Monaten soweit. Ich will nicht behaupten oder nie sagen, dass ich nie erwachsen werde. Das ist irgendwie auch ein bisschen unrealistisch. Aber ich möchte mir einfach auch meine Zeit lassen, die für mich nötig ist, um erwachsen zu werden, um selbstständig zu werden, um eigenständig zu werden und um für mich selbst sorgen zu können. Weil momentan stand, kann ich es noch nicht alleine. Und ich habe so Dinge, wo ich wirklich Probleme mit habe, wie zum Beispiel jetzt den Müll runterbringen, Zeit und so, mich nicht verlaufen. Ich schaffe es, mich in meiner Wohnung zu verlaufen, also in der Wohnung. Das ist schon, die ist nicht groß. Und da schaffe ich es, mich zu verlaufen. Da gibt es diese doofe Geschichte. Ich wollte mal auf jeden Fall ins Wohnzimmer, weil ich da irgendwas gesucht habe, ein Buch oder so. Und dann bin ich am Ende bei meiner Mutter gestanden, die unten war, und ich so, hallo Mom. Ein anderes Mal wollte ich meinem Papa was zum Essen bringen und plötzlich habe ich gemerkt, ich glaube, die Straßenlampe ist nicht in der Wohnung. Also mit Orientierung habe ich es nicht unbedingt. Ich bin da irgendwie immer so ein bisschen Pillepalle, wenn es um Orientierung geht. Und ja, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Eine andere sehr kindische Aktion von mir war, wartet mal ganz kurz, ich bin jetzt nicht gerade stolz, aber dennoch irgendwie geworden, jetzt tatsächlich Android-Nutzerin. Ich habe dieses Telefon mir zugelegt, weil ich habe ja euch erzählt, dass ich gerne anfangen möchte mit Pokémon Go spielen. Und mein Handy konnte leider Gottes dieses Spiel nicht. Egal wie sehr ich es gewollt habe, auf meinem iPhone ging es einfach nicht. Das war ein bisschen zu alt. Und dann habe ich nicht logisch nachgedacht, nämlich Schritt 1 vor Schritt 2, nämlich gucken, ob ich irgendwo anders was habe, wo es funktionieren würde mit. Sondern nein,
ich bin losgezogen und hab mir dann bei Spock, das ist so eine Such-App für Flohmarktsachen, habe ich dann geguckt und habe da tatsächlich dann für sage und schreibe 45 Euro ein Handy im Wert von 250 gefunden. Ich habe also 210 Euro gespart und das ist, ja, 205, entschuldigt. Mit der Mathe habe ich es auch nicht so. Oh Gott, das war jetzt gerade so typische Lena, so wie versucht hier jetzt den Mathepunkt zu bringen und dann verrechnet sie sich so. Gut, tut mir leid. Aber es ist einfach so, für mich war das in diesem Moment, auch wenn es total die Kindergartenaktion war, hat es mir in dem Moment gut getan. Einfach mal nicht logisch nachdenken müssen, einfach mal nicht Schritt 1 vor Schritt 2 zu tun, sondern Schritt 3 vor Schritt 1. Und das war einfach mal für mich dann in dem Moment schön. Was ich jetzt allerdings für mich feststellen muss, ist, mit dem Betriebssystem komme ich nicht wirklich klar. Aber ich habe ja zum Glück ein großes Brüderchen, das war schon immer Android-Nutzer und ja, das werde ich jetzt irgendwann die Tage mal fragen, ob es mir da so ein bisschen unter die Arme greift. Ja, was gibt's noch so zu erzählen? Ja, ich freue mich, ich finde das Schönste am Kindessein diese Freude. Einfach sich über was freuen, was noch gar nicht ist, etwas, was einem irgendwie riesig vorkommt und diese Vorfreude, die man haben kann. Ich finde es immer so schade, wenn so viele Leute diese Vorfreude auf was verlieren. Und ja, ich meine, ich bin mir schon bewusst, dass Vorfreude ein bisschen... Mann. dass Vorfreude so eine Sache ist, weil wenn man sich zu doll vorfreut, kann es passieren, dass man enttäuscht wird, weil es dann nicht so ist, wie man sich es erhofft hat. Oder dass dann irgendwas passiert und es doch nicht klappt. Aber irgendwie bin ich jemand, ich sage immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Mal abgesehen von Wiedersehensfreude, weil das ist die allerschönste Freude. Ja, und ich freue mich jetzt schon total auf den Freitag, weil am Freitag bin ich bei einer Ausstellung, und die ich unbedingt möchte und auf die ich mich schon so mega freue. Da gibt es dann auch so ein Essen, denn inklusive dieser, also bei der Ausstellung gibt es dann auch noch so ein Essen. Also es klingt so, als ob dieses Essen direkt mitten in der Ausstellung ist. Also es gibt die Ausstellung und dann kann man in ein Restaurant, das zu diesem Museum dazugehört, essen. So, jetzt habe ich es genau richtig formuliert. Und darauf freue ich mich schon riesig. Und ja, ich habe dann auch zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, ich bringe dir jetzt ein paar Space Pommes mit. Und dann hat meine Mutter gesagt, die sind doch dann kalt. Und dann habe ich gesagt, dann schmeiße ich sie halt wieder in den Ofen. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich den Ofen anmache. Und ja, es sind einfach solche Sachen. Einfach manchmal dieses nicht logisch denken müssen, dieses sich über Kleinigkeiten freuen, dieses, ja, noch dieses glücklich sein. Und ja, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mich bei euch herzlichst entschuldigen muss. Aber, oh Gott, es tut mir echt leid, es tut mir mega leid. Aber... Das ist die zweite Sache. Ich bin ein unvernünftiger Mensch oft und ja, durch meine Unvernunft habe ich es jetzt geschafft, offiziell eine Schnäuznase zu bekommen. Eine Schnupfennase. Erkältungsnase? Ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten formuliert, aber ich habe jetzt eine Terrö-Nase. Das ist jetzt einfach so. Ich muss terrönen. Alle paar Stunden kommt bei mir das Terrö raus. Und ja, das ist einfach auch sowas, wo man dann auch wieder so unvernünftig ist. Meine Mutter sagt es dann immer, trink viel, mein Kind, trink viel. Und ich bin dann jemand, ich hasse es, wenn ich erkältet bin oder wenn ich Schnupfen habe oder irgendwas ist zu trinken. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Und dann vergesse ich es trinken und ich weiß natürlich, ich müsste trinken, aber ich will dann einfach nicht. Okay, ja, kommen wir mal jetzt... Ich habe jetzt lang genug darüber gesprochen, wie es ist, noch kindisch zu sein, warum ich das so toll finde und was das für mich bedeutet. Und ich glaube, ich habe eigentlich gar nichts gesagt. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube so jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich nicht wirklich eine riesen Aussage gemacht. Naja, kommen wir auf jeden Fall jetzt zu unserem Querdenker-Quiz. Und ja, gut. Also, was ich auf jeden Fall noch kurz zum Kindischsein sagen will, ist, das Schönste für mich am Kindischsein ist das, dass man einfach, ja, dass man wieder Kind sein darf. Und ich glaube, das wünscht sich doch jeder irgendwie.
Gut, unser Querdenker-Quiz ist heute wirklich ewig groß. Ja, das heißt Wortspielereien 1. Viele Worte der deutschen Sprache haben mehrere Bedeutungen. Diese Doppelsinnigkeit ergeben geschickt kombiniert überraschende Einsicht. Was zum Beispiel gesellige Hülsenfrüchte, natürlich Kontaktlinsen. Was sind zum Beispiel, wow, also wirklich. Und was steckt sich hinter folgenden Umschreibungen mit doppeltem Boden? 1. Dunkles Gelb. 2. Reflektierende hochprozentiges. Wow. Reflektierendes hochprozentiges. 3. Mobilfunk-Kopfbedeckung. Oder 4. Lautsprecherflüssigkeit. Lautlose Flüssigkeit. Ja, gut, ich hebe euch jetzt das Quiz wieder in die Kamera. Gut, ich bin mal gespannt, was ihr denkt, was es sein wird. Ich bin für... Was bin ich? Ich bin für B. Ich möchte einfach B. Ich denke, B ist richtig. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben. Oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail an libelle.riedmeier@outlook.com schreiben. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.